Der unzuverlässige Wachmann vom Vergnügungspark. Wie heißen Sie? Archie Benson. Was machen Sie hier? Arbeiten. Ich bin von der Abrissfirma. Um diese Uhrzeit? Ich passe auf diesen Müll auf. Ich bin der Wachmann. Für eine Wache scheint Ihnen das hier ziemlich egal zu sein. Wer ist Ihr Boss? Meinen Sie den Bauleiter oder den, der mich eingestellt hat? Den Bauleiter. Keenan Townsend. Wie lange arbeiten Sie hier schon? Einen Monat. Ich sitze hier normalerweise abends. Heute müsste ich mir ein Bier holen. Es ist hier nachts so still und man hört nur das Stöhnen und Ächzen der Maschinen im Wind. Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht betrunken bin. Der Bauleiter wird entzückt sein. Was machen Sie, wenn Sie mit dem ganzen Zeug hier gestohlen werden? Das ist mir egal, solange Sie mich nicht in einen anderen Bundesstaat schleifen. Sie sind also auf Bewährung? Fragen Sie meinen Anwalt. Das mache ich bestimmt. Und jetzt strengen Sie sich mal an und versuchen Sie sich daran zu erinnern, ob Sie hier in den letzten Tagen irgendwelche fremden Leute gesehen haben. Das ist ja das Problem, dass niemand hier gewesen ist. Man langweilt sich zu Tode. Wie viele Leute sind mit dem Abriss beschäftigt? Nie mehr als 4 gleichzeitig. Sie finden eine Liste im Wachhäuschen. Und keiner von denen hat in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Sie waren schon eine Woche lang nicht hier. Dieser Abriss hat keine besonders hohe Priorität, wissen Sie. Das kann einen wirklich runterziehen. Wonach suchen Sie denn? Spielen Sie hier Karten? Das gesellschaftliche Leben ist hier eher ruhig. Jeder springt einfach in sein Auto und haut so schnell es geht ab. Sie sind auf Bewährung. Ich möchte, dass Sie sich um 10 Uhr im örtlichen Büro des FBI in der Bronx melden. Fragen Sie nach einer Agentin Bonnet. Sie werden bei der Arbeit entschuldigt. Sprechen Sie einfach mit Ihrem Bauleiter. Und sprechen Sie mit niemandem über unsere Unterhaltung. Meine Güte, sollte ich jetzt Angst haben? Wie meinen Sie das? Sollte ich verdammt nochmal Angst haben? Sie sind ein Wachmann. Ich bin sicher, Sie werden damit fertig. Jep. Ich werde ein paar Freunde zur Verstärkung anrufen. Wofür brauchen Sie ein Kombinationsschloss am Kühlschrank? Nun... Was ist da drin? Es ist ja kein Safe, oder? Treffer! Da bewahrt unser Boss unsere Bierchen auf. Nun, das ist ziemlich verrückt. Sie wissen nicht, wie das hier ist? Schmutzig, staubig, moderig. Und es ist ein weiter Weg zum Supermarkt. Kennen Sie die Kombination? Nein. Ich wünschte, ich würde sie kennen. Ich bin überrascht, dass das Bier eingeschlossen ist. Da sind Sie nicht die Einzige. Das, was da am Anfang mit dem Geisterzug passiert ist, Sie fragen besser nicht. In der Kammer des Schreckens? Nimmt das jemand ernst? Das ist der Punkt. Alkohol plus Geisterzug ergibt eine Katastrophe. Der Boss hat uns unser Bier weggenommen und zusammen mit dem Schlüssel zum System im Kühlschrank eingeschlossen. Er hat sich um unsere Sicherheit gesorgt. Ein guter Boss, oder? Haben Sie Wertmarken? Möchten Sie das Karussell ausprobieren? Ich frage mich, was man durch das Fernglas an dem Weg sehen kann. Nichts. Und ich habe keine Wertmarken. Etwas hat in Ihrer Tasche geklappert, als Sie durchsucht worden sind. Das müssen Geldmünzen gewesen sein. Ich kenne die Kombination vom Kühlschrank. Sie? Wie kommt's? Ich habe ihn geknackt. Sie veräppeln mich, oder? Keineswegs. Helfen Sie mir, an ein paar Wertmarken für das Fernglas zu kommen. Was springt für mich dabei heraus? Sie wollen das Bier, richtig? Es gehört also mir? Sie bekommen das Bier, wenn Sie mir die Wertmarken geben. Verdammt! Echt? Also, haben Sie Wertmarken? Wie ist die Kombination? 2914. 2914. Ah, endlich! Gehen Sie und werfen Sie einen Blick durch das Fernglas. Danke. Nützen Sie mir etwas im Supermarkt? Verdammt, ich will nur helfen und Sie wollen mich ausnutzen? Wo finde ich Ihren Boss? Weit weg. Sie sind für ein paar Tage nach Florida. Nun, gerade das kann ich nicht machen. Haben Sie diese Karte gesehen? Nein. Warum? Jemand hat sie auf das Horn einer Attrappe gesteckt. Was für eine Attrappe? In der Kammer des Schreckens. Mann, was für eine Entdeckung. Es ist ein Vergnügungspark, oder? Jemand hat es gestern oder heute gemacht. Wer hätte das sein sollen? Ich bin hier alleine. Woher wollen Sie das wissen? Ihnen kribbelt es in den Beinen. Sie halten es nicht lange an einem Ort aus.
Was ist denn dabei? Seit wann kümmert sich das FBI um Spielkarten? Suchen Sie nach einem illegalen Casino? Warten Sie hier. Ich gehe nirgendwo hin. Sehen Sie, ich bin im Dienst. Das passt nicht. Interessant, dass jemand dieses Fernglas mit einem Nachtsichtgerät ausgerüstet hat. Die Fässer blockieren meine Sicht. Das Bild ist unscharf, aber ich kann eine Herzdame erkennen. Das Zeichen zeigt auf die Fässer oder auf etwas, das dahinter liegt. Das geht nicht. Da wird nichts passieren. Ja, klar. Das passt nicht. Diese Spielkarte symbolisiert das nächste Opfer. Ich kann ein Gebäude erkennen. Was ist das? Eine Fabrik? Ein Kraftwerk? Man kann ihm ansehen, dass er mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Ist das da ein Kraftwerk? Da hinten? Jip, gut möglich. Ist es in Betrieb? Nö, Cannon hat mir erzählt, das Land für den Vergnügungspark wurde von den Eigentümern des Kraftwerks für einen Apfel und ein Ei gekauft. Ich schätze, das Kraftwerk wird bald abgerissen. Altes Kraftwerk ab vom Schuss. Ist dies der Ort, wo ich endlich dem Killer gegenüberstehe? Ein aufgegebenes Kraftwerk mitten im Nichts. Serienmörder lieben solche Orte. Dieser farbenfrohe Minibus muss schon viele, viele Jahre hier sein. Jemand hat den Minibus mit diesem Rohr aus seiner misslichen Lage befreit. Ist das gruselig? Wo versteckt er sich? Dieses riesige Zahnrad, das sich nach unten bewegt, sieht wirklich verdächtig aus. Ich muss sehen, was sich auf dem Generator befindet. Quer durch die Halle verlaufen rote Lichtstrahlen von den Lasern. Ein Kohlendioxid-Feuerlöscher. Sieht neu aus.
Das muss eine sehr alte Maschine sein. Neuere Generatoren werden normalerweise waagerecht aufgestellt. Ich habe Angst davor, was ich oben finden werde. Ein Platz für schnelle Reparaturen. Ein Doppelmaulschlüssel. Eine flache Feile. Ein gewöhnlicher Schraubendreher, nichts Besonderes. Eine runde Feile. Eine dreieckige Feile. Ein Schlüssel, wahrscheinlich zu einem Schrank. Dort ist eine gefesselte Frau. Ich hoffe, sie lebt noch. FBI, Sie sind gleich in Sicherheit. Hören Sie mich? Bleiben Sie ruhig. Ich werde Sie gleich befreien. Das Gewicht, das am Kran hängt, kann sie umbringen. Dick, ich bin im Kraftwerk. Was für ein Kraftwerk? 5 Meilen nördlich vom Vergnügungspark. Es ist hier. Da liegt eine gefesselte Frau auf einem Generator. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Ich komme nicht an sie heran. Ich befürchte, das Kraftwerk ist vermint. Okay, ich schätze, die Jungs haben sich noch nicht umgezogen. Wir fliegen zurück. Nehmen Sie das Bombenkommando mit und denken Sie an einen Arzt. Warten Sie auf uns. Unternehmen Sie nichts alleine. Ich habe keine Zeit. Machen Sie nichts Dummes. Bleiben Sie auf Abstand. Dieses Loch ist wahrscheinlich da, um den Zusammenbau einfach zu machen. Da wird nichts passieren. Dieses Werkzeug könnte nützlich sein. Die obere Abdeckung des Generators war mit diesem Bolzen festgemacht. Das geht nicht.
Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Oh, wie ich Simse liebe. Das Fenster ist geschlossen. Auf dem Weg komme ich nicht zurück. Ich hoffe, das hält mich. Es ist noch nicht vergilbt. Jemand muss es vor kurzem verloren haben. Da ist ein Diagramm. Das ist vielleicht ein Schaltplan der Bombenkomponenten. Ich muss sehr vorsichtig sein. Der Strahl berührt wahrscheinlich den Sensor, der das Gewicht auf die Frau herunterlassen oder die Bombe zünden kann.